Kuckuck, da bin ich wieder bei Spec Ops The Line. Die letzte Folge war nicht gerade erfreulich. Ich sehe es hier hinten nur. Also wir haben mit Conrad gesprochen, den Colonel, den wir eigentlich gesucht haben. Der scheint aber für die ganze Scheiße verantwortlich zu sein. Mal sehen, was es auf sich hat. Nachgedrückt halten. Jeder kennt so ein Mädchen, dessen Gesicht er am Ende auf alten Fotos geschwärzt hat. Für Conrad war dieses Mädchen Amerika. 50 Staaten, 50 Sterne, die ganze Nation geschwärzt. Keine Ahnung warum, vielleicht aus Zorn oder aus dem unsinnigen Versuch, ein Symbol zu erschaffen, wie auch immer. Seine Kommandoeinheit war anderer Meinung. Jeff Bowles, Ken Tabby, David Long. Sie haben ihrem Commander widersprochen, ihrem Freund. Und dafür ließ er sie fesseln und dann verbrennen. Was er wohl mit Menschen machte, die er hasste. Will man das wissen? So, hier muss ich mal kurz einen kleinen Cut machen, bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Es kann weitergehen zum Kernel, wenn wir noch so nennen wollen. Also gekannt? Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung, zu sagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. An die Straße kann mich auch noch erinnern. Ich verstehe das alles nicht. Sind Scharfschützen. Kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. Fünf unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese zwei Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist gerecht? Würden Sie richten. Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt, wer stirbt, richten Sie über diese Männer oder Sie teilen Ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Attacke! Das war die falsche Lösung. Ich muss nochmal einen kleinen Cut machen. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, es kann weitergehen. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Attacke! Einmal versuche ich das noch. Oh, wie muss das doch? Muss doch gehen, muss das doch. Wenn das nicht solche Vollidioten waren, die auch mal was treffen würden. Also nochmal überspringen. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Attacke! Wir sind erledigt! Oh Gott!
Lass ihn nicht sterben, verdammt! Ich flick ihn zusammen! Scheiße! Was? Leben die? Auf die Beine, Soldat! Das war sinnlos. Ich werde das nochmal laden. Weil so waren ja beide tot, was ja total Bullshit ist. Also nochmal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Ich hätte anders entschieden. Wir haben Kontakt! Wir haben gehandelt. Das ist löblich. Sie würden gut hierher passen, Captain. In einem anderen Leben vielleicht. Du musst nachladen. Der Kerl wollte nur Wasser haben. Lass uns bloß verschwinden. Verdammt, Walker. Wollten Sie was sagen, Lieutenant? Ja, was machst du für einen Scheiß? Mir gefällt das auch nicht, aber die hatten uns umzingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. Ich habe getan, was notwendig war. Ich habe uns am Leben gehalten. Ich will nichts mehr davon hören. Ist das klar? Ja. Yeah. Und weiter geht's. Rutschen. Sind unterwegs. Hab ein. Ach, die treffen auch nichts. RPG auf dem Zug, Freikrieg anmarsch! Verdammt nochmal! What the fuck? Hallo. Halt nicht. Da bewegt sich einer. Logo, setz sie an. Ich schalte ihn aus. Da kommt ein Zeitsturm. Ich seh's. Wenn er kommt, verkrieg ich euch. Schön warten. Warum steht denn der auf? Suche Schutz, nur wo? Persönlich würde einfach in den Panzer steigen. Hier würde man wahrscheinlich auch durchkommen, ohne irgendjemanden abzuknallen. Hallo, beruhig dich.
Ich weiß, Sie hören zu, Colonel. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und sie wird man ihres Kommandos entheben. Hört man das wirklich? Luft ist rein, Walker. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Ich würde sagen, wir machen hier eine Pause. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge ist, weil ich es da gesplittet habe. Nein, mal gucken. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten wieder dabei seid. Bis dahin, auf Wiedersehen.